Hallo Leute und herzlich willkommen zum Neujahrs-Silvester-Special. Wir spielen eine kleine Side-Story hier in Final Fantasy XIV. Es ist jetzt, wie heißt das? Licht der Nacht, was auch immer. Es ist Event. Event ist immer gut, von daher, das machen wir. Wie heißt es denn? Ich habe keine Ahnung mehr, wie es heißt, ist auch egal. Himmelswende, so. In der Himmelswende feiern wir hier scheinbar das Fest, an dem der nächste Hauptgott aus der Reihe der 12 auserkoren wird. Und das wiederum müsste irgendwo hier oben, glaube ich, stattfinden. Oder nee, da unten. Da unten wird es stattfinden, alles klar. Wie ihr sehen könnt, habe ich die gute Suna auch in der Party mit dabei. Die rennt nur irgendwo da hinten schon rum wahrscheinlich. Aber ihr seht ja, in dem Haufen hier seht ihr gar nichts. Hier ist einfach viel los. Aber wir stehen beide zusammen hier rum. Sie könnte ja mal winken, aber ich weiß nicht, ob sie das hört. Sie winkt. Ihr seht, sie hört mich. Das ist ein klarer Triumph für mich. Oder meine Lautstärke. Wie auch immer. Dann nehmen wir doch glatt mal die Quest an. Von Vögeln und Vogelaffen. Wir bekommen sowohl einen roten als auch schwarzen Chocobo Kabuto, also eine Kopfbedeckung. Der Vogelminister mustert dich interessiert. Ja, da bin ich mal gespannt. Leider seht ihr in Cutscenes die Gute nicht, deswegen quatscht sie auch nicht mit, aber es hat Chocobos. Hoppla, junger Herr. Wohin so eilig des Weges? Dein durchtrainierter Körper und selbstbewusstes Auftreten verraten mir, dass ich es mit einem erfahrenen Abenteurer zu tun habe. Hast du einen Moment Zeit? Na klar. Sehr gut, ich verspreche auch, mich kurz zu halten. Doch zunächst sollte ich mich vorstellen. Ich bin der Vogelminister und bin als Teil einer Gesandtschaft aus dem Fernosten angereist, um mit euch Eorsean gemeinsam das Fest der Himmelswende zu begehen. Wie du sicherlich weißt, ist in Eorsea die Himmelswende ein Fest zu Ehren der Zwölf, die zu dieser Jahreszeit eine der Ehren zum Hauptgott für das kommende Jahr bestimmt. Doch in meiner Heimat ist alles ein bisschen anders. Da steht nämlich jedes Jahr ein Zeichen eines Tieres, das zur Himmelswende wechselt. Da dieses Jahr im Zeichen des Vogels steht, kam mir als Vogelminister die Ehre zuteil, nach Eorsea zu reisen. Vogel sage ich zwar, doch wenn wir im Fernosten von Vogel sprechen, meinen wir damit in der Regel einen Hahn oder einen Huhn. Ihr hier in Eorsea dagegen sollt ganz verrückt nach Chocobos sein. Kann man so sagen. Also habe ich mir gesagt, warum nicht einen Helm basteln, der mir garantiert die Sympathien aller Eorsean sichern wird. Und hier ist er, der Chocobo-Helm. Sieht er nicht totschick aus, dieses modische Meisterwerk, mein Lieber, soll dir gehören, wenn du mir hilfst. Ich werde auch gleich sagen, wobei, aber vorher muss ich wissen, ob du mit der Tradition des Mochi-Stammens vertraut bist. Ich persönlich ja. Von daher, ja. Klößchen halt machen. Kleine Klößchen, das macht der Hase im Mond immer. Dragon Ball. Hä? Aber natürlich. Na, sie haben nur die wenigsten Leuten wissen, dass diese klebrigen Reiskuchen bei uns im fernen Osten als glücksbringende Speise gelten. Wenn du bereits alles weißt, brauche ich mich nicht mit langen Erklärungen aufzuhalten. Ich dachte mir, wenn wir frisch gestampften Mochi an die eorseische Bevölkerung verteilen, stärkt das bestimmt die ost-westliche Beziehung. Schließlich erhalten kleine Geschenke die Freundschaft und klebrige sind bezüglich ihrer kittenden Wirkung noch effektiver. Es soll sich möglichst viele Leute versammeln, daher dachte ich, ich bitte einen Einheimischen um Hilfe, dem die Leute in Eorsea auch Vertrauen entgegenbringen. Ich dachte, du mit deiner Hilfe rechnen, nicht wahr? Na klar. Fabelhaft, dann werde ich auf den oberen Decks die Kunde über die Mochi-Aktion verbreiten und du nimmst dir bitte die unteren Decks vor. Keine Angst, um die Herstellung der Mochi kümmert sich mein Kollege, der Mochi-Meister. Angst haben musst du nur, wenn du dich ihm beim Mochi-Stampfen zu sehr näherst. Er schwingt die Mörserkeule wie kein zweiter. Okay. Ganz richtig, deswegen bin ich auch der Mochi-Meister. Die Reiskörner fangen bereits bei meinem bloßen Anblick zu zittern an. Überlass also alles mir, was mit der Herrschaft der Mochi zu tun hat und kümmere du dich um die Werbung. Ich habe auch schon Unterstützung organisiert. Die Zyklopen werden mir beim Reisstampfen helfen. Also dann, man sieht sich.
Die Zyklopen. Okay. Ich würde sagen, auch wir machen uns an die Arbeit. Viel Glück. Also leer hat es mir jetzt irgendwie besser gefallen. Aber das wird natürlich mal wieder mega voll. Da ich natürlich jetzt alles eh nicht langsam vorgelesen habe, ist sie schon unterwegs und kümmert sich um die ganzen Maschinennummern. Wir sollen jetzt also in die unteren Decks. Und für diejenigen, die so ziemlich nie Final Fantasy geguckt haben, während ich mal hier und da mal gezeigt habe. Das heißt für uns, per Aetheriten wieder nach unten. Da ist sie schon wieder und rennt an mir vorbei. Ich gehe dann jetzt mal und mach die Werbung. Das ist meine Frau. Was soll ich sagen? Während ich vorlese, hat sie die Kunde verbreitet. Freudige Entzückung. Es freut mich total, diese Chats, aber es hilft mir gerade nichts. Ja, gucken wir mal. Wem soll ich denn das hier an den Kopf quatschen? Den da zum Beispiel. Dessen Namen ich nicht nennen kann. Swatzblatt. Womit kann ich dienen, meine Herren? Ja. Ein Gesandtschaft aus dem Fernosten. So, und Mochi wollen sich verteilen und kein Geld dafür verlangen, sagst du? Das geht über den Verstand eines Geschäftsmanns. Aber ich werde auf jeden Fall meine Kollegen auf dem Markt darüber informieren. Sogar noch weiter in die Richtung muss ich... Hätte ich vielleicht andersrum gehen sollen. Na egal. Natürlich kann ich auch rennen, auch wenn diese Kombination echt scheiße ist. Ich müsste das mal ändern. Ich müsste dafür rechts den R2-Knopf gedrückt halten, den L2-Knopf und dann nach rechts. Ja. Gib mir aber die Zeit, um darüber zu reden, was ich damit bewirken möchte. Dieses Video stellt also mein Silvester-Special dar. Weil ich kein einziges Silvester-Spiel kenne. Das ist das hier Erbahara. Willkommen bei der Melvana Zollbehörde. Zum Scheiter für Selbstanzeigen geht es zu dieser Tür und dann geradeaus. Nein. Mochi sollen ausgeteilt werden, dann sehe ich lieber zu, dass ich hier schnell fertig werde, denn es gibt nichts Köstlicheres als frisch gestampfte Mochi. Und Werbung machen wird er nicht. Naja. Da mir kein vernünftiges Silvesterspiel einfällt, habe ich gedacht, machen wir es so. Es ist immerhin... Na, ihr seht ja, alle schreien hier, ja, schönes neues Jahr, etc. Auch von mir gilt das für euch. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, es wird euch allen weiterhin gut gehen. Natürlich hoffe ich dann trotz allem, dass ihr auch weiterhin gut meinen Channel besucht, aber das ist halt Nebensache. Na. Der erste Typ, der mich jemals angequatscht ist. Was ist, bist du nur hier, um mich anzuglotzen oder was? Eine Delegation aus dem Fernosten verteilt gratis Mochi. Das klingt vielversprechend. Wie du sehen kannst, bin ich kein Kostfechter. Ho ho. Es weihnachtet sehr. Jawohl. Geschafft. Ja, das... Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich wünsche euch ein frohes Neues. Ich hoffe, ihr kommt gut durch. Wir sehen uns immer noch auf dem Channel mit neuen Projekten, die an den Start gehen werden nächstes Jahr. Ich hoffe mal, mein Channel bleibt jetzt so, wie ich es gerade mache, aktiv. Ich denke mal, ja. Denn ich bin mittlerweile über meinen Schatten gesprungen, was manche Sachen angeht. Da sitzen sie alle wieder rum und haben fette Katzen. Kein Witz, dicke Katze stand da. Und wir haben die Leute reagiert. Sie wollen die Mochis haben. Begeistert, sagst du. Das ist ja fabelhaft. Das wird auch den Mochi-Meister freuen, wenn er das hört. Er sollte eigentlich längst zurück sein. Hörst du auch diese stampfenden Schritte? Scheibenkleister, alles läuft rund. Die Zyklopen sind unter Kontrolle. Und dann das. Vögel. Von überall kommen sie hergeflattert und picken mit ihren gierigen Schnäbeln nach dem Mochi. Kollege Vogelminister, es ist der reinste Horror. Vögel haben es auf unsere Mochi abgesehen. Ist das auch wirklich wahr? Nein, es ist alles erstunken und erlogen. Und nur um dir diese Lüge aufzubinden, bin ich extra eine ganze Strecke zurückgerannt. Hast du einen Vogel? Natürlich ist es wahr.
Wenn wir nicht sofort etwas unternehmen, fressen uns die Biester alle Mochi weg. Du könntest die Mochi für uns einsammeln, bevor sie uns die Vögel wegfressen. Klar. Hieß das jetzt, ich soll auf ihm reiten oder er wird die Mochi essen? Wie meinst du, mein Kleiner? Ach, du willst auch mitgehen? Der will wahrscheinlich ein paar Mochis haben. Du willst mir auch helfen, was? Braver Junge. Dann sollst du mitgehen dürfen. Es gibt auch noch gute Vögel auf dieser Welt. Es gibt da diesen Paisa, den Jiromaru, der uns letztes Mal beim Einsammeln der Mochi geholfen hat. Vielleicht hilft er uns ja noch einmal. Ob es nicht Unglück bringt, wenn uns im Jahr des Vogels ein Affe hilft? Was schwafelst du dafür an Unsinn? Ach, du glaubst, dass Paisas Affen sind? Jiromaru ist so gefräßig wie ein Affe, das steht außer Zweifel, aber streng genommen ist da ein Zwischending zwischen einem Affen und einem Vogel. Bei uns im Fernosten nennen wir die Paisas daher auch Vogelaffen. Oder war es Affenvögel? Egal. Du hilfst uns schließlich auch und du bist weder Affe noch Vogel. Während wir uns hier über biologische Klassifizierungsprobleme den Kopf zerbrechen, verschwindet ein Mochi nach dem anderen im Magen eines gierigen Vogels. Abenteurer, ich werde mit Jiromaru und dem Chocobo vorausgekommen. Bitte nachzustellen, es geht. Okay. Am Fate Mochi stampfen, wo soll denn das stattfinden? Bla bla bla. Zentrales Lanoske, alles klar. Wir müssen also zu den Sommerfurthöfen. Ich denke mal, das wird meine Gefährtin mitgekriegt haben. Ja, ich gebe mir weiterhin schön Mühe, dass der Channel weiter gut läuft. Ich habe auch noch ein, zwei Projekte am Start, zumindest sollen die mal kommen. Hier ist ja echt nicht viel los. Aber das ist definitiv das zentrale Nanoske. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass der Fade aufploppt. Nicht ohne meine Eier. Mehr Mochi stampfen. Mochi stampfen. Jetzt ist die große Frage, wo das stattfindet. Gucken wir nochmal nach. Südlich. Südöstlich des Zephyrstores. Östlich des Salzstrandes im unteren Nanoske. Südöstlich des Zephyrtores. Was ist denn hier das Zephyrtor? Ah, okay. Das ist vertrackt und das glaubt mir hier keiner, aber es ist tatsächlich nur vertrackt, weil hier nicht direkt ausgeschildert ist, wo es stattfinden soll. Normalerweise sind diese Spiele so. Zack! Aber nein! So ist das leider hier gerade nicht. Ich könnte auch. Aber sie hat ihren Schokobo draußen. Ich könnte auch meinen Schokobo mit reinrufen. Ja, des Vogels und so. Da sollte man doch tatsächlich meinen, dass hier mehr Leute unterwegs sind. Aber irgendwie, nö. Faszinierend. Normalerweise müsst ihr euch vorstellen, wenn so ein Fate läuft, das ist Holy Crap, dann ist hier wirklich die Kacke mal am Dampfen. Dann rennen die Leute einem förmlich die Bude ein. Das ist mal heute nicht so. Aber ausnahmsweise. Ja, genau, nix los. Ja, genau so. Genau das meine ich. So muss das aussehen. Ich gehe mal davon aus, dass es genau hier sein wird. Wenn der Fade denn losgeht. Also warten wir jetzt tatsächlich auf einen Fade.
Auch das kann ich mitmachen. Wo habe ich ihn? Da. Vollkommen asynchron, aber trotz allem liebenswert. Sag ich jetzt mal so. Gut, das muss man natürlich eigentlich... wo habe ich das denn? Das habe ich auch irgendwo. Das ist der falsche Fate. Was ein Mist. Wie es aussieht, haben die Leute wenigstens Spaß dran. Ich würde ja jetzt theoretisch schreiben, und bitte mal lächeln, ihr alle seid jetzt gerade bei YouTube. Aber das lasse ich mal. Wir wollen ja hier nicht den Spaß ruinieren. Seedrachenbezwingerin in der Gilde Bobs. Die Freigesprochene in der Gilde Mock. Pinky, Natalie Papp, Totoka Toka, Marienkäfer. Ja, auch Marienkäfer verdienen ein Weihnachten und ein Neujahr. Tja, was soll ich sagen? Ich warte. Salziger Regen, das ist wieder ein anderer Fade. Schalk und Schakale ist ein anderer Fade. Warum muss das ein Fade sein? Warum? Ei, caramba. Ach, das Schaf trippelt so sehr in meinem Kopf rum. Eieiei. Weil es so ist, jawohl. Das macht mich trotzdem traurig. Ich brauche Mitleid. Ihr seht das. Von ihr kriege ich keins. Wo ist mein Mitleid? Ja. Ich würde euch gerne mehr zeigen, aber jetzt ist gerade Warten auf Fate angesagt. Jetzt könnte ich weiter reden schwingen, aber eigentlich bin ich ja schon fertig. Ich frage mich nur, ob wir hier richtig sind. Ich habe nur Angst, dass ich wieder durch ein Tor durchgehe und dann nicht rechtzeitig zurückkomme. Ich versuch's mal. Gehen wir mal gucken, ob das vielleicht hier drin stattfindet. Ich glaube aber nicht. Aber da komme ich mir so ein bisschen wie so ein Mitläufer vor. Ja, das ist der falsche, wenn die gerade angefangen haben. Glaube ich. Je nachdem. Ja, Übermut tut selten gut, ist der falsche Fade, aber vielleicht wollten die Leute den noch einfach nur aus dem Weg haben. Kann ja sein. Dann mache ich einfach damit wir ein bisschen was zu sehen bekommen. Es ist ein Level 5 Fade. Es ist jetzt keine große Kunst, diesen Fade zu beenden auf die Schnelle. Besonders nicht mit der Anzahl von Leuten, die hier lungert.
Von daher. Was weg ist, ist weg. Fate erledigt. Was hast du Bronzemedaille? Echt jetzt? Auf jeden Fall sieht das andere Gebiet nicht aus wie eine Mochi-Fabrik, sage ich jetzt mal so. Das sind schöne Effekte, ne? Jemand Lust, unserer Gilde beizutreten, wenn ich schon dabei bin? TOV, Tales of Vesperia, gut zum Fissen. Meine ja nur. Ist auf dem Shiva-Server nebenbei bemerkt. Und wir haben zumindest alle Ringe voll. Uns fehlt halt theoretisch eine Wohnung. Also eine ganze Villa fehlt uns. Aber wir sind gut dabei. Achso, man kann mitmachen. Oh Gott, let's, lass doch mal den Fate hier anfangen. Hi, Karamba. Das wird nix. Das wird nix. In der Tat, es ist nervig. Ich warte. Ja, jeden Augenblick könnte es losgehen. Die endet in 10 Minuten. 9 Minuten. 5 Minuten. Eines der großen Probleme bei sowas ist natürlich, dass nur immer so und so viele Fates da sein können. Und wir haben schon wieder 3. Ich meine, es ist gut, dass die Leute jetzt eben den da platt gemacht haben. Ich hab geholfen. Sie hat geholfen. Aber hier passiert nichts. Sie tanzt vor sich hin. Ein Schaf rennt durch sie durch. Machen wir mal ein Close-up von dem Schaf. Mein Süß. Sie tötet Schafe. Und mich hasst sie, wenn ich einen Hasen umbringe. Ist klar. Das ist traurig gewesen. Ich glaube, hier hat jeder Langeweile. Ich meine, man sieht immer schön, wie die Leute zusammenhalten auf einmal, aber... Naja. Das Gute ist... Unsere Aufgabe besteht darin, am Fate teilzunehmen. Nicht der Beste zu sein oder so, nur teilnehmen. Ja. Ganz toll, ne? Ich hab's voll drauf. Ich hab Laser aus dem Himmel oder so. Und einem Glücksspiel verfallenen Schokobo. Eine gelangweilte Freundin, die aber immerhin applaudiert, also. Leute mit ihren Ponys. YouTube-Gruppenfoto oder so ähnlich. Story, der letzte Zeuge. Etc. Will. Ha, es gibt Popcorn. Moment, kann ich das nicht auch noch? Ah, ich hab noch das Ding hier. Ha! Der Gesandte vom Himmel. Ich mein, Paladin passt ja.
Okay. Ein Feld noch aktiv da oben, aber nur eins? Ah ja. Dann wieder ein paar Schafe geschlachtet. Also dafür, dass sie die Mochis wegfressen sollen, scheint es hier unglaublich wenig Dramatik zu haben. Das ist der Wunder und die Magie von Fates. In der Zeit sitzt man hier und bohrt in der Nase rum oder so. Also ich will wirklich euch nicht langweilen, aber das ist pures Faten eben. Wow. Ja, der Fate da oben ist fertig. Jetzt ist der Fate blutgeleckt gestartet. Na super. Oh mein Gott. Echt jetzt? Das ist voll super. Das ist voll klasse. Man kriegt einen Helm dafür. Aber das war's dann. Außerdem gibt's einen fetten Schokomoppel als Darstellungsding für die eigene Wohnung, aber das war's dann auch wirklich. Außerdem Schafe. Es ist schon echt schön, wenn man wenigstens weiß, dass man hier richtig steht, aber. Ah, Fate, es geht los! Es geht los! Anpassen, mitmachen, gewinnen, Preise machen! Hurra, hurra, die Post ist da! Ach, das ist doch toll. Au. Muss ich jetzt nicht verstehen, was da genau abgeht. Wir müssen Mochi-Klumpen abliefern. Also immer wieder zu Jiro Maru gehen und ihm die Mochi-Klumpen geben. Oh, da brauchen wir aber eine Menge Mochi-Klumpen, ich sehe schon. Ey, Karamba. Ach so, wenn der Typ da draufhaut, dann. Dann verreckt man mal soeben. Da fuck! Okidoki! Ich meine, ich habe mitgemacht mit zwei Mochis, aber wow! Ich meine, diese abgelieferten Mochi-Klumpen, die da stehen, das war ich. Das ist schön zu wissen, aber what the fuck, ey! Das war nicht cool. Also immer wenn dieser Hinweis kommt, bloß wegbleiben von dem Haufen oder was? Alter Falter. Also er hatte immer eine lange Aufwärmphase, gefolgt vom Hinweis, dass man sich nicht zerquetschen lassen soll. Und dann sollte man da eigentlich am besten schon weg sein. Oh mein Gott. Das ist krass. Das ist echt krass. Wäre natürlich cool, wenn mich jetzt nochmal jemand wiederbeleben könnte.
Aber da weiß ich nicht, ob das jemand kann oder nicht. Wir warten einfach mal. Kann ich nicht theoretisch hier irgendwie eine Phoenix wieder benutzen oder so? Natürlich nicht. Kann nicht im Kampf verwendet werden. Ich bin nicht im Kampf, ich bin tot! Wofür gibt's die Dinger eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, hier hinten werde ich gerade nicht wiederbelebt. Ich bleibe aber dabei, ich habe mitgemacht. Ich warte jetzt einfach ab, bis hier was passiert. Hab da richtig Gameplay hier, ne? Ich tot im Gras liege. Ich gehe aber auch gerade nur nicht weg, weil sonst ist da... Weil sonst meine Anteilnahme nicht gewertet wird. Also wir sehen, Ziel wurde erfüllt. Jetzt läuft es darauf hinaus, dass wir eine Minute warten müssen, bis das Event als abgeschlossen gilt. Alter, weiter. Endet gut das Jahr, ich sag, Riesenfail nochmal zu guter Letzt. Läuft. Also so habe ich das gerne. It's like holy crap. Hämmernder Zyklop, Stufe, wer weiß schon wie viel. Gut, dass ich ganz am Anfang zwei Viecher platt machen konnte und die Mochis abgegeben habe, ganz ehrlich. Holy crap. Dieser Figase Jinjal macht ja auch nichts. Perfekt. Ich wurde zwar nicht wiederbelebt, habe aber erfolgreich teilgenommen, indem ich zwei Mochis abgegeben habe. Bin stolz auf mich. Jetzt komme ich zwar in den Fundamenten wieder raus, meinem eingestellten Heimatpunkt, und muss zurück nach Limsaluminsa mich warpen, aber wir haben erfolgreich mit Luma. Haha. Also, was soll's? Ich würde mal sagen, die Wartezeit hat sich gelohnt. Ich hoffe aber auch tatsächlich, dass das das einzige von diesem Event ist, was man zu tun und zu lassen hat. Das hat wehgetan! Das hat wehgetan! Da verkauft einer auf irgendeiner komischen Seite Items, die man sich angucken kann. Wie schön. Beziehungsweise auch hoffenweise Geld dann. Kann man machen, aber ich stecke auch so schon genug Geld in dieses Spiel rein. 13 Euro pro... naja, pro Charakter in dem Sinne. Da ich für mich und für sie zahle. Okay. Hat ja prima funktioniert. 2016. Ich bin froh, wenn 2016 vorbei ist. Bin ich ganz ehrlich. Sind wir beide hier, die anwesend sind, so gesehen, aber 2016... Weg damit. Ja, ich habe dir zwei Mochis gerettet. Aber sie selbst, all die Leute, die deine zwei Mochis essen können. Naja, kommt ja fast hin, das sind vier. Das passt. Die Mochi der Zyklopen gehe weg wie warme Mochi. Gehen weg wie warme Mochi, wie man bei uns im Osten sagt. Der Mochi-Meister hat sich schließlich mächtig ins Zeug gelegt, den Riesen das Stampfhandwerk beizubringen. Das war sicher keine leichte Aufgabe, denn so ein Zyklopen ist viel kleiner, als man aufgrund der Kopfgröße glauben möchte. Hut ab vor dem Zyklopen also, aber auch Chiromaru und dem Chocobo, die uns selbstlos ihre Hilfe angeboten haben, über Dank.
Ein Chocobo und ein Paisa arbeiten Vogelhand in Vogelhand. Das kann einem Vogelminister schon die Freude treten, die Augen treiben. Jetzt verstehe ich endlich, wieso er eher sehr diese Vögel so sehr verehrt. Jedenfalls ist die Himmelswende ein voller Erfolg geworden und du sollst deinen versprochenen Lohn erhalten. Einen Chocobo-Helm. Möge er dich immer an diesen denkwürdigen Tag der Freundschaft zwischen Ost und West erinnern. Ach ja, die Mochi-Aktion dauert übrigens noch so lange wie das Fest der Himmelswende. Wenn du dich also nochmal als Mochi-Einsammler betätigen möchtest, bist du jederzeit herzlich willkommen. Ja, nein. Aber vielen Dank. Vogelkenner. Ja. Wir sind richtige Vogelkenner. Jetzt muss ich in dem Tümmel mal finden. Da, da drüben. So. Und jetzt winken wir beide nochmal in die Kamera. Wenn ich Winken gefunden habe. Wo ist denn Winken hier? Ach, verdammt, noch eins. Ja, herbei winken sollen. In Ordnung. Bis zum neuen Jahr. Macht's gut, Leute.